Ich habe wieder Bilder von meiner Community bekommen, ja? Ich bin jemand, der auf Flohmärkte geht, um dort Dinge einzukaufen und sie dann teurer zu verkaufen, ja? Ich sammle auch Actionfiguren, Comics, Videospiele und was nicht noch alles, ja? Also alles, wofür mein altes Vintage-Herz schlägt. Und ja, meine Community tut das eben auch. Und diese war auch am Wochenende wieder auf dem Flohmarkt unterwegs und hat mir Bilder zukommen lassen. Von wegen, Dean, schau dir das mal an, reagier mal darauf und analysier das mal. Und das werden wir jetzt auch tun, falls du beim nächsten Mal dabei sein möchtest. Dann, ja, folg mir doch gerne bei Instagram, ist kostenlos. Und dort kannst du mir dann auch deine Bilder senden. Und folg mir auch gerne hier, beziehungsweise abonnier hier, ist auch kostenlos. Dann verpasst du das Video dazu nicht, ja. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Erstmal, moin Dean, erstmal danke für deinen hilfreichen Content. Hab nicht gedacht, sowas jemals auf einem Flohmarkt zu finden und dann auch noch zu so einem Preis. Pro Spiel habe ich 50 Cent bezahlt, kommen direkt in die Sammlung. Ja, mein Lieber, was soll ich dazu sagen? Ich hätte runtergehandelt auf 1 Euro anstatt auf 1,50. Nein, Quatsch. Sowas steckt man ein und haut schnell ab, ja? DuckTales, Super Mario 2 und Turtles. Und ich meine, zieht euch die Zustände rein, die sind auf jeden Fall astrein, ja? Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, außer hast du fein gemacht, ja? Glückwunsch, mein Lieber. Gucken wir mal weiter. Grave Pact, ja. The Great Hench. EK für alles war knapp 400. Davon machen 150 die Sammelkarten aus Magic Marvel Masterpieces MBA. Bei den Magic-Karten ist ein Grave Pact voll dabei, welche alle Sammelkarten bezahlt. Okay, dieser hier ist anscheinend sehr wertvoll. Ja, Magic bin ich aktuell noch nicht so tief drin. Ich bin erst darauf gestoßen, als ich mal eine alte Vintage-Sammlung auf dem Flohmarkt gefunden habe. Vielleicht hast du mein Video dazu gesehen. Das Coole dabei ist halt eben auch, dass du die Karten mit dem Handy abscannen kannst und die App aus dem App Store schickt dir dann eben einen Preis raus. Und so konnte ich meine Karten auch echt gut verkaufen. Ich glaube, ich habe, ja, lass mich lügen, 50 Euro für die ganze Sammlung bezahlt und habe mittlerweile mit einzelnen Karten schon längst über 200-300 Euro gemacht. Wie gesagt, waren auch Vintage-Karten, ne? Die Wii-Spiele waren ca. 30 Euro. Scarface, ja, ist natürlich krass. Und hier noch Sealed. Gucken wir uns das mal an, ja? Hier sind weitere Magic-Karten, ja, dieser Grave Lord oder wie er heißt, Grave Pact ist dann hier höchstwahrscheinlich das Highlight. Sieht auch mega nice aus, muss man dazu sagen. Ja, bei Magic kommt es auch immer so ein bisschen darauf an, wie stark sind die Karten, wie spielbar sind die Karten, werden die noch gespielt und so weiter und so fort. Magic hat eine riesen Fanbase. Ja? Schreib du mir mal deine Meinung zu Magic the Gathering in die Kommentare. Spielst du es vielleicht sogar? Wäre ja cool. Ja? Dann haben wir hier ja die Marvel-Karten. Die wären für mich auch ein Highlight. Ich habe ja letztens auch welche gefunden. Die liegen dort hinten. Zeige ich jetzt nicht. Guckt euch mein Video auf meinem Hauptkanal dazu an. Und ja, ich muss sagen, mir gefallen diese Karten auch. Ich bin auch auf so einem Superhelden-Marvel-Trip. Venom, Carnage, Spider-Man, Batman. Das sind so meine Helden. Und ja, hier kann man auch nicht viel zu sagen, außer Glückwunsch. Ja, hier haben wir noch ein paar Chromkarten, so wie es aussieht. Hier müsste eine Michael Jordan-Karte sein, wo er Golf spielt. Ja, der hat sich ja irgendwann vom Basketball abgewandt und hat gesagt, ich möchte jetzt mal eine neue Sportart ausprobieren. Ja, ich will mich nochmal ausprobieren und so weiter und so fort. Und dazu eine Karte zu haben, ist auch mega nice. Also die Sammelkarten hier bringen dir wahrscheinlich auch einen guten Taler ein, wenn du sie nicht behältst. Ja, schreib mir das gerne dazu. Ich sehe hier dann noch eine Nintendo-Konsole. Gehen wir weiter. Star Wars Figürchen, ja, da sehe ich auch direkt die Amidala, das ist diese hier, die geht ungefähr für 80, 90 Euro, ja, war auf jeden Fall so. Ich bin auch gerade so ein bisschen dabei, mich mit Star Wars Figuren zu beschäftigen. Ich habe nämlich auch einige auf dem Flohmarkt gefunden, ich kann dir das mal gerade zeigen, dauert echt nicht lange, dafür muss ich diesen Flieger hier mal rausnehmen. Das sind jetzt die, die bei diesem Bundle hier dabei waren, ja, da haben wir einmal den Obi-Wan Kenobi, dann haben wir ihn hier, das müsste Luke sein, ne? Jar Jar Binks, nochmal Jar Jar Binks, den hier finde ich auch sehr, sehr cool. Yoda in klein, ich weiß, der ist nicht sehr wertvoll, aber trotzdem finde ich ihn cool. Und der hier, mein absoluter Liebling, Darth Maul, ja? Ist mein Lieblings-Star Wars-Charakter, Episode 1, damals heftigst gesuchtet. Hier haben wir auch noch eine kleine. Ja, ich weiß nicht, wie sie heißt, schreib es mir gerne in die Kommis. Jedenfalls habe ich die auch schön mitgebundelt beim letzten Mal und deswegen weiß ich, dass einige Figuren, vor allem Amidala, halt auch sehr teuer sind. Ja, ich sehe hier noch einen R2-D2, dann da noch einen Jar Jar Binks, dann einige Druiden und so weiter und so fort. Star Wars Figuren nehme ich mittlerweile, ja, auch immer mit. Schöner Fund hier, ne? Bis jetzt echt astreine Sachen gefunden, muss ich ja sagen, ne?
Ein Lego will ich schon sagen, ein Playmobil-Weihnachtsmann, die waren mal mehr wert. Ja, die sind so ein bisschen gefallen, seitdem die, glaube ich, auch Obi angeboten hat. Mittlerweile müssten die sich so bei 50 € einpendeln, denke ich. Damals hat man da mehr für bekommen. Ja, da waren die seltener. Ja, die sind ganz schön angestiegen, dem Sinne. Also von der Anzahl jetzt, nicht vom Preis her. Was haben wir hier noch? Lass ich mal kurz hier überfliegen. Vinyl ist nicht mein Ding. Da kenne ich zwar auch ein paar Dinger, aber ja, die kennt ihr höchstwahrscheinlich auch. Beatles Blau und Rot und so weiter und so fort. Das Typische halt. Hier haben wir Aufnäher. Nimmt man mit. Sehr geil. Metallica hier auch. Und die kann man sich gut auf eine Jacke klatschen. Die sind auch sehr teuer. Also ich habe da auch Offspring-Aufnäher und so weiter und so fort. Da geht auch einer gut und gerne mal für einen Fuffi. Ja, das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Also nicht jetzt einer von denen, das weiß ich nicht so ganz genau, aber solche Aufnäher sind schon wertvoll, vor allem wenn sie Vintage sind. Ne? Dann haben wir hier einige Brettspiele, kennt ihr mittlerweile. Hier haben wir Wii Games, Ultimate Alliance ist geil, also vom Spiel her selber. Zelda ist natürlich No-Brainer. Haben wir hier Spider-Man Monopoly, ist einen Zwanni wert ungefähr. Dann haben wir die Konsole, kennt ihr auch. Wii Schach, ja, auch nicht schlecht eigentlich. Hier haben wir The Godfather, Scarface. Scarface ist auch ein sehr, sehr starkes Spiel. Der Pate auch. Guitar Hero auch alleine. Warum sind die denn alle sealed? Wo hast du denn sealed Wii Games gefunden, mein Freund? Sehr nice. Tatort Teile. Ja, da bin ich aktuell raus. Ich weiß, die lohnen sich. Ich weiß auch, dass sich Blu-rays auch lohnen, genauso wie Animes und so weiter und so fort. Hab auf meinem letzten Flohmarkt auch einige Animes gefunden, auch noch sealed. Ja, hätte ich für die Hälfte des Originalpreises bekommen können, aber ich habe es gelassen. Ja, das ist mir einfach ein Feld, welches mir nicht zusagt. Es gefällt mir nicht und ich bin jetzt nicht unbedingt auf jeden Cent angewiesen. Wisst ihr, wie ich meine? Soll jetzt nicht abgehoben klingen, aber das ist mir dann einfach zu viel Arbeit und diese Arbeit macht mir dabei auch gar keinen Spaß und deswegen lasse ich es bleiben. Ja, aber man sieht auch hier wieder, der Flohmarkt lohnt sich. Du musst dich halt eben nur mit einer Sache auskennen. Hier haben wir noch einen japanischen Roboter, auch mega nice. Und ich sehe hier Lego-OVPs. Ja, das Teil geht doch alleine schon für 190. Ja, aus dem Kopf jetzt. 190 müssten es 200. Irgendwie sowas. Ja, Lego, wie gesagt, bin ich auch gerade frisch drinne. Legoland hier, alte OVP. Wahnsinn. Echt. Sehr, sehr geil. Nintendogs. Kein Highlight hier, aber cooles Spiel. Tomb Raider Box. Gute Funde. Definitiv, ey. Da hast du auf jeden Fall einiges rausgeholt. Mich würde mal interessieren, auf wie vielen Flohmärkten du warst, ja? Und ja, du hast jetzt geschrieben, hast ungefähr 400 € bezahlt. Krass. Das ist krass. Weiter geht's. Hey Dean, heute leider nur ein Teil gefunden, dafür aber etwas echt ausgefallen ist. Der Koffer stammt aus dem Ende der 80er Jahre und der Zustand ist fast neuwertig. Für 10 € auf jeden Fall nicht zu viel. Sehr schön. Sieht auch noch gut aus, ja? Also Marlboro-Kram, Werbeplakate, Werbesäulen mit dem Marlboro-Mann tatsächlich noch drauf oder alte Zippos von Marlboro lohnen sich, ja? Generell so Werbematerialien sind, wenn es nicht unbedingt so Pappe ist, wie jetzt bei mir hier, das ist mittlerweile schon ausgelutscht, aber ja, so wirklich alte Brands, ja, das sind so Signature-Artikel, die kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, ich finde den Koffer sehr geil. Für 10 € hätte ich den definitiv auch mitgenommen, weil es eben auch Signature Marlboro ist. Es ist eben das Logo, ja, dieses hier. Das schon Glück gehabt. Aber es gibt auch andere Koffer, die dieses Logo eben nicht so abbilden. Verstehst du, was ich meine? Weiter geht's. Heidin. Nachdem letzte Woche mein Flohmarkt nicht erfolgreich war, habe ich heute noch relativ spät gut abgeräumt. SNES ohne Chip, PS1 und PS2 Slim mit Zubehör und Spielen für zusammen 32 €. Konnte mein Glück kaum fassen. Herzlichen Glückwunsch, das freut mich für dich. War ein privater Verkäufer fast am Ende des Flohmarkts und wollte eigentlich für die PlayStation je 15 und die SNES 25. Ich habe dann länger mit ihm gesprochen und er wollte es loswerden. Habe deshalb ein fettes Bundle gemacht. Sehr schön, Leute, ich sag's euch immer wieder, bundelt, was das Zeug hält, ja? Und die Leute freuen sich, wie du hier hörst. Gut, habe ein fettes Bundle gemacht und ihn sogar auf 32 noch runtergehandelt. Man merkte, er hatte sich nicht mit Preisen beschäftigt und wusste auch nicht, welche Sachen Originalzubehör waren und welche nicht. Und bewertete außerdem selbst die Zustände als schlecht. Funktioniert aber alles top. Ja gut, hier hast du natürlich den Vorteil, wenn der Verkäufer sagt, du pass mal auf, ja, ich habe hier Sachen und die Zustände davon sind wirklich schlecht. Da kannst du direkt sagen, ja gut, weißt du, ob das alles funktioniert, weil der Zustand eben schlecht ist, wie du sagst.
Und da kannst du natürlich gut runterziehen. In dem Sinne, ja, Glückwunsch, macht man eben so. Das ist hier ein Profi-Handel. Und hier haben wir ein Spider-Man für die PlayStation 2. Spider-Man-Games feiere ich, ja. Sind leider underrated in meinen Augen, aber sie machen definitiv Spaß. Müsst ihr ausprobieren. Für die PlayStation 1 und für die PlayStation 5 meine zwei absoluten Favoriten. Dann haben wir Snake Eater. Ja, Metal Gear Solid geht auch. Oft findet man auch hier das Steelbook. Leider hier nicht im Steelbook, aber danach könnt ihr auch Ausschau halten. Beziehungsweise ist es vielleicht das Steelbook? Das kann man jetzt so einfach nicht erkennen. Ich glaube nicht, sonst wäre hier nicht dieser blaue Balken, glaube ich. Zwei PlayStation 1 Games, Super Nintendo, PlayStation 1, SingStar Mikrofone, die ja auch schon gehen mittlerweile, und die PlayStation 2. Ja, wunderbar. Ne? Konsolen kann man auch wieder mitnehmen. Ja? Eine Zeit lang waren die echt low, aber jetzt so langsam gehen die auch wieder vom Preis schön hoch. Pikachu Kuscheltier, wo die Augen leider schon used sind. Ne? Eigentlich hat man hier noch weiße Flecken auf den Augen. Das ist immer ärgerlich. Dieses Stoff hier finde ich auch immer wieder auf dem Flohmarkt. Lasse ich aber auch nicht mehr liegen. Es ist Pokémon, das größte Franchise der Welt. Die Leute kaufen Pokémon-Stuff. Ja? Dann haben wir hier einmal das GTA für die PlayStation 2. Leider auch nicht mehr wertvoll. Findet man viel zu häufig. Wird auch viel zu häufig angeboten. SingStar-Mikrofone hier in Wireless. Ja? Die sind mega. Also die würde ich sogar bevorzugen, anstatt der anderen Mikrofone, für die PlayStation 2 eben. Und ja, was haben wir hier noch? Lord of the Rings, Strategy, Battle Game, genauso wie Warhammer-Pakete. Das ist nicht so mein Feld, ich bin nicht so der Action-Roleplay-Brettspiel-Typ, ja. Aber man weiß, diese Sachen gehen, sie sehen auch schon teuer aus. Das sage ich auch immer, ja, zu vielen meiner Follower, ja, wenn die mich auf dem Flohmarkt dann ansprechen und sagen, Dina, was soll ich gucken? Dann sage ich, ja, wenn du Spiele in der Hand hast, merkst du das schon. Den meisten PlayStation 1 Games siehst du an, dass sie teuer sind. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen sieht man einfach, dass ein, keine Ahnung, ein Final Fantasy Gunstream Saga oder sowas wertvoll ist. Ja, Unlimited Saga, was es auch immer da gibt. Gut, Warhammer Games, super. Was steht hier noch auf dem Preis? 26 Euro. Das hast du wahrscheinlich nicht bezahlt. Dementsprechend gibt es hier weiterhin noch Polly Pocket. Ja, folgt meiner Freundin schon. Die Sunny Love macht einige Videos dazu und kennt sich auch gut mit Polly Pocket aus. Ich glaube sogar, dass sie auf dem letzten Flohmarkt dieses hier auch gefunden hat. Und vor allem die Disney Polly Pocket Sachen sind wertvoll. Ich glaube, hier sind keine Figürchen dabei, es sei denn, hier befinden sich noch welche, weil die Figuren sind auch immer sehr wichtig, ja, das sage ich euch, wie es ist, gerade bei den Disney Sachen, weil viele Sammler kaufen sich diese Disney Polly Pockets. Aber Polly Pockets, alt, Spielzeug aus den 90ern, nimmt man mit. Ja. Drei Konsolen, erstmal durchatmen, ja. Drei Konsolen, einmal die Slim, dann haben wir die zwei Normalos, dann haben wir alte Nike-Sneaker, die hätte ich auch mitgenommen, da wird mich der Preis interessieren, kannst du mir gerne in die Kommis schreiben. Wir haben hier eine alte Kalkani-Hose und einen alten Kalkani-Pullover, das sehe ich daran, weil ich eben Erfahrung habe, ja. Allein an dem Tag hier sieht man das und an dem Stitching hier unten drauf. Da muss man natürlich gucken, ob man nicht aktuelle Kani-Sachen kauft, ja. Ich meine, die sind auch nicht schlecht, gerade so ein Pullover wird ja auch immer noch gut und gerne getragen. Aber die alten Sachen sind dann natürlich noch ein bisschen mehr wert und auch ein bisschen seltener in dem Sinne, ja, was cool ist. Also ich finde gerne ältere Sachen anstatt neue. Videospiele, Def Jam, leider schwach gewesen, das Game an sich, ja, auch vom Wert her nicht so stark. Und ich denke mal, das sind hier so Random-Titel. Hier haben wir noch ein paar PlayStation 4 Games, die lasse ich mittlerweile liegen. Ich weiß, die steigen auch aktuell im Wert, ja. Ist auch verständlich, aber ich glaube, dass so PlayStation 4 und 5 irgendwann ganz, ganz tief fallen wird, weil es wird halt auch viel digital. Jetzt die Umstellung auch mit dem PlayStation Plus Modell. Daran sieht man eben, dass vor allem die neuen Games eben irgendwann, glaube ich, wertlos werden. Ja? Da solltet ihr vorbereitet sein. Ich würde die nicht zu lange hodeln. Ja, ich würde die auch nicht mehr sammeln. Also ich sammle die selbst nicht. Habe da auch wirklich seltene Titel verkauft. Ich hatte echt gute Titel. Limited Run Games. Ich hatte Fortnite. Ich hatte viel Sealed. Ja, und das habe ich alles abgegeben und eingetauscht in dem Sinne. Der Marc hat auch was gefunden. Für 47 Euro gesamt. Xbox 360 plus Controller und zwei Call of Duty Spiele. 20 Euro. Dann Peu Dameron-Figur 4 Euro, die Pokémon und Hulk Plüsch 3 Euro. Die ganzen anderen Spiele, PS3-Controller. Okay, haben wir das. PS1-Games habe ich gefragt. Warte mal, ich glaube, sagt er mir gleich. Die PS1-Games mit der Cap, den PS3-Games und dem Controller 20 Euro. Okay.
Ja, habe ich gerade noch von gesprochen, Star Wars, die dunkle Bedrohung, geiles Game, macht super viel Spaß. Harvest Moon, ganz starkes Spiel auch. Herr der Ringe, die Eroberung, auch sehr beliebt für die PlayStation 3, macht Bock. PlayStation 3, Grand Theft Auto 5, No-Brainer, genauso wie das GTA für die PlayStation 4, auch ein No-Brainer. Ich meine, mittlerweile kriegt man das GTA für die PlayStation 4 nachgeworfen. Das kriegst du oft umsonst, ja, auch in manchen Launchern, aber ja, trotzdem nimmt man das mit. Also den GTA 5 lässt man einfach nicht liegen. Es ist so unfassbar erfolgreich, das Spiel. Und es wird auch immer noch aktiv gespielt von etlichen Leuten. One Piece für PlayStation 1, sehr geil. Habe ich selber nicht. Feier ich. Hätte ich mir definitiv auch mitgenommen. Also der Deal generell ist nicht schlecht für 20 € hier, ne? Die Figur, gut, sieht interessant aus. Könnte ich persönlich jetzt nicht einschätzen. Dafür gibt es einfach zu viele Figuren. Die Plüschis hätte ich auch mitgenommen. Guter Deal. Die Cap ist wahrscheinlich für Self-Use. Nehme ich mal an, weil Caps zu verkaufen in Deutschland, schwierige Sache. Die Deutschen sind da eher zurückhaltend, auch was Schuhen betrifft und so. Die wollen da eher weniger dann getragene Sachen haben. Verstehe ich nicht, aber so ist das nun mal. Ne? Gut. Nochmal einen kleinen Überblick. Moin Dien, diesmal ein kleinerer Flohmarkt. GBA mit Pokémon Rubin für 50 € Private Use. Also der hier, ne? Schöner Gameboy, wird auch immer teurer. Auf meinem Flohmarkt letztens 60 € kostet nur der Gameboy. Also eben auch ein guter Deal in meinen Augen. Wii Bundle mit Kabeln, 4 Nunchucks für 20 €. Ja, gut, okay. 2 iPod Shuffle mit Kabel und Kopfhörer für 8 €. Die Chucks für 5 €. Dank dem Know-how aus deinen Videos habe ich die letzten mitgenommen. Ja, haben wir auch gestern, glaube ich, wieder verkauft für 25 €. Geht immer, ja. Aber ich glaube, sind das Originale? Die Sohle sieht mir ein wenig seltsam aus. Musst du darauf achten, dass es Originale sind, ne? Gehen wir weiter. Das Mega Man 2 NES für 10 €. Mega geil. Ich meine, Mega Man sonst immer sehr teuer. Auf dem NES nicht so verglichen, würde ich jetzt sagen. Aber trotzdem ein mies geiler Fund. Das Highlight sind die Ü-Ei-Sachen für 8 €. Die Puzzles sind aus den 80ern und kosten 10 bis 50 € pro Stück. Ich habe Ü-Ei damals gesammelt und kenne mich damit ganz gut aus. Die Ü-Ei-Sachen habe ich recht spät entdeckt und die hat wohl jeder übersehen. Ja, also Ü-Ei habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Du kennst dich aber höchstwahrscheinlich auch besser aus als ich, muss man hier ganz frei so sagen. Ich habe damals auch Ü-Ei gesammelt. Ich kenne auch die Modelle aus den 90er Jahren und so weiter und so fort. Aber ich habe mal eine riesige Sammlung mitgenommen und die ist verstaubt. Ich bin nicht losgeworden und deswegen Finger weg. Ja, wenn ich mich einmal mies vertue, dann bleibt es erstmal dabei. Und auch diese Puzzles hier kann ich kaum einschätzen. Deswegen da von mir keine Meinung, aber der Rest ist auf jeden Fall mega nice. Und wenn du sagst, die Ü-Eier-Figuren sind gut, dann ist das wohl so. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung zu Ü-Eiern in die Kommentare. So, hi, ich bin anscheinend nicht fähig auf deine. Okay. Klar, ich lese es. Lego 75, 190, teilweise zusammengebaut, teilweise noch in Tüten. Wow, okay. Der Typ meinte, er will eigentlich 10 € haben, wo ich schon zugeschlagen hätte, aber er hat sich dann selbst sogar noch auf 7 € runtergehandelt, ohne dass ich was gesagt habe. Geht auf eBay Gebrauch für 150. Ja, safe. Also das ist auf jeden Fall auch ein Ding, welches ich einschätzen könnte. Ihr wisst ja, ich bin Lego nicht so bewandert. Auch wer mir auf Instagram folgt, weiß das, weil ich da oft auch frage, was ist das für ein Set? Könnt ihr mir da kurz helfen und so? Ich bin aber dabei. Ja, also man darf nicht aufhören zu lernen und wir alle sind nicht perfekt. Deswegen, der Weg macht ja auch Spaß. Und diesen Flieger hier hätte ich definitiv auch gut eingeschätzt. Den hätte ich auch so auf, ich sage mal, 100 bis 200 € eingeschätzt. Denn ja, Star Wars Lego ist und bleibt beliebt und das sieht hier ordentlich aus. Deswegen hätte ich das definitiv für 7 € auch mitgenommen. Auch für 20 oder 30 € hätte ich das Ding mitgenommen. Ja. Cooler Fund auf jeden Fall. 150, das geht. Dann haben wir hier 2 € pro Spiel EK. Wahnsinn. Ja? Wie, was, wo? Nichts dabei, außer die Statements 2 € pro Spiel. Ja, was soll ich dazu sagen? Zustände sind mega nice, aber du hast sie nicht in dem Acryl gefunden, oder? Weil, ja, das wäre jetzt unrealistisch, denke ich mal. Weil dieser jemand, der sie so günstig verkauft, kauft nicht einen Acryl, was teurer ist als das Game selber. Ja, höchstwahrscheinlich hast du sie dann selber reingepackt. Aber Donkey Kong Land, Donkey Kong Land 2 und Wario für den Gameboy für 2 € nimmt man mit. Mein krassester Fund ever heute Morgen auf dem Flohmarkt für 3,50 €. In Mint Condition sollte der Preis bei rund 800 bis 1.000 € sein. Was auch Mint ist bei mir und vollständig. Würde mich freuen, wenn du darauf reagieren würdest, da ich mich dazu entschlossen habe, dieses nicht zu verkaufen, da es nie für den Verkauf gedacht war und der heilige Gral der Catan-Spiele ist.
Wahnsinn, ja. The set is unusual, not only because of its funky artwork and custom rules, but only because of the Catan game that was never released commercially. Okay, also es ist eine Promotion. Es ist eine Promotion, ein Pressekit sozusagen. Hatte ich auch damals einige, habe meine Pressekits verkauft. Die waren jetzt aber nicht so wertvoll. Ich habe noch zwei sehr wertvolle Playstations. Die kann ich euch ein andermal zeigen. Auch Pressekits in dem Sinne. Und ja, mein Lieber, da wünsche ich dir auf jeden Fall einen herzlichen Glückwunsch von Cosmos. Catan kennen wir. Ja, ihr kennt das Logo mit der untergehenden Sonne sozusagen oder der aufgehenden Sonne in dem Sinne. Gibt es auch für die PlayStation 1 und so weiter und so fort. Dieses Spiel kannte ich nicht, sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Ich bin aber auch nicht so sehr in Brettspiele. Aber ja gut, 800 bis 1000 Euro, sag dir ganz ehrlich, ich hätte es weggeschleudert. Ich hätte es verkauft. Ganz ehrlich. Ja, ich weiß zwar nicht, 3,50. Ja, 3,50 hast du bezahlt. Das hätte ich nicht gestockt. Sag ich dir, wie es ist. Manchmal denke ich, muss man sich von Dingen trennen, aber wenn du jetzt natürlich ein großer Brettspielsammler oder Spieler bist, dann ist das wieder was anderes, aber ich mache das immer so, 70-30, vielleicht 80-20, ja, ich behalte 20%, der Rest geht wieder weg. Es muss ein Cashflow entstehen, das finde ich immer ganz wichtig. Ist natürlich hier schwierig, hier kannst du nicht 50-50 machen, weil du hast nur eine Sache, ja, aber ich persönlich hätte es weitergegeben. Krasses Ding, definitiv. Mega, mega, mega. Weiter geht's. Hi, das ist meine gestrige Auswahl. Resident Evil 5, Phase 10, 1,50. Pokémon Ultramond 5 Euro, Paper Mario 20 Euro. Alter, Paper Mario 20 Euro, ich gebe dir 25, mein Freund. Meld dich einfach bei Instagram. Ich gebe dir auch einen 30. Okay, können wir so machen. Kein Problem, Chat. Ja, Paper Mario geil, fehlt mir noch. Schon immer sozusagen, habe ich so noch nie gesehen. Mir wurde es einmal in Amerika vor der Nase weggeschnappt. Aber ich wollte ja sowieso... keine amerikanische Variante, aber auch lustig, dass es mir dort in Amerika eben direkt vor der Nase eben weggekauft wird. Egal, geiles Game, macht Bock. Ich bin Rollenspiel-Fan und eigentlich kein Mario-Fan, deswegen habe ich das nie ausprobiert, aber ja, das sollte man definitiv mal spielen, das Spiel. Phase 10, 1,50, ja, Phase 10 ist so dieses typische, ich bin Reseller, ich kaufe Phase 10. Ja, ich habe das Gefühl, Phase 10 ist so das Aushängeschild, ja. Ich selbst nehme es gar nicht mehr mit. Also, es sei denn, es ist sealed, dann nehme ich es auch mit, aber so nicht. Ja. Das überlasse ich eigentlich anderen Leuten. Tatsächlich denke ich so, wenn ich auf dem Flohmarkt unterwegs bin und das sehe. Ja, Pokémon Ultramond 5 Euro, safe, mitnehmen. 5er geht immer. Resident Evil ist eben auch in meinen Augen hier das beste Resident Evil. Ja, da ja, spalten sich die Geister, aber ich finde Resident Evil 3 Nemesis am nicesten. Ich habe es auch damals stark, stark gespielt. Die anderen Resident Evil Teile sind auch geil. Ja, ich bin auch ein großer Fan, aber 3 waren in meinen Augen das Beste. Geile Ausbeute, herzlichen Glückwunsch. Maxi hat 15 Euro bezahlt, gucken wir mal. Oh, Kenner Batman. Kenner Batman sehe ich direkt, ja. Poison Ivy. Ah, hier auch noch weitere Waffen. Ah, so ein Fund, ja. Ich meine, ich habe ja letztens auch einen Fund gemacht. Liegt alles hier. Oh, die ganzen Actionfiguren und so. Habe gerade ein Video darüber gedreht für meinen Hauptkanal. Ja, checkt den auch auf jeden Fall aus, den Hauptkanal. In der Infobox findet ihr den. Habe einige Actionfiguren gefunden. Waren so 50 Stück mit Zubehör. Und im Wrestling-Ring. Aber ich bin ein riesen Batman-Fan. Ja, so ein Fund hätte ich selbst super gerne mal gemacht. Hätte darüber auch gerne ein Video gedreht. Wenn du davon was verkaufen möchtest, sag mir gerne Bescheid. Vor allem das Auto hier interessiert mich und die einzelnen Batman. Da suche ich auch noch Clayface. Ich weiß nicht, ob ihr die Figur kennt. Die ist auch gar nicht mal so günstig. Hebt sich ab von den anderen. Und ja, was soll man dazu sagen? Hier hast du den Combat Belt noch dabei. Sehr teurer Batman. Future Batman. Bane haben wir hier noch. Also wirklich alles vertreten. Catwoman. Bruce Wayne. Legt ein Augenmerk auf den Combat Belt. Also den grauen Batman mit gelbem Gürtel. Das ist der teuerste. Ja? Kann man so sagen. Und der ist auch weiterhin ganz stark im Preis gestiegen. Ja, nicer Fund. Für mich ein Highlight. Ja, würde ich lieber finden als... Naja, gut, Vergleich hinkt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja, also ich finde gerne Figuren. So, das haben wir uns letztes Mal schon angeschaut. Heute wieder Glück, alles sealed für 35 komplett. Ja, Wahnsinn, die Raichu-Box, Glurak-Box, Garados-Box, das sind alle, die es gab. Was geht eine Glurak-Box aktuell? Ich glaube 80 Euro, ja.
Aber da muss man auch sagen, die ersten Boxen, also die First Prints sozusagen, haben eine bessere Pull-Rate, definitiv. Habe letztes Mal mit einem Profi gesprochen, mich so ein bisschen über TCG, Pokémon und so weiter unterhalten. Da kam auch das Thema auf verborgenes Schicksal, Lurak-Tins, ja. Und ja, 35 € kann man hier definitiv ausgeben. Auch hier die Vivid Voltage Box. Ich würde das alles nicht öffnen, ich würde es weiterverkaufen. Da hast du auf jeden Fall gut Plus gemacht. Oder du stellst es hier noch ein bisschen weg, bis die ganzen Sachen auch weiter steigen, ja, weil wir sind gerade an dem Boden, würde ich sagen. Deswegen vielleicht nicht jetzt verkaufen. Dann schauen wir mal hier. Seal is Life, Seal Samsara. Ja, von dem Kerl hier auf Instagram habe ich einige Yu-Gi-Oh! Sealed-Klamotten gekauft. Unfassbar gute Preise gehabt damals, ja, es ist schon etwas länger her jetzt. Ich habe zu einem guten Zeitpunkt eingekauft. Ihr kennt ja den Dean, ihr kennt den Hustle. Würde ich euch zeigen, ist aber der Großteil bei der Bank. Gehen wir mal auf seine Funde ein. Hier haben wir den Pokémon Game Boy, habe ich selber nie gehabt. Mega nice, würde ich gerne haben. Habe ich auf dem Flohmarkt nicht gesehen, sonst würde ich ihn wahrscheinlich auch für einen guten, oder was heißt guten, für einen teuren Preis kaufen. Ja, ich will ihn einfach gerne haben. Viele Gameboy-Spiele, hier unter anderem zweimal Pokémon Blau, Pokémon Silber, Gelb, Pokémon TCG, Blattgrün, Rot, dann noch weitere Random Games, ja, Wahnsinnsausbeute, vor allem für 38 €. Gucken wir hier mal, Zone of the Enders, geiles PlayStation 2-Game, kannst du mal ausprobieren, ja, falls dir solche Games gefallen. Dann hier einen SP in OVP, ja, musst du mal gucken, ob das der 101er ist, der hat dann ein besseres Licht. Ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst. Und hier haben wir dann weitere OVP-Games. Die sind jetzt eher unwichtig. Ich denke, hier ist das stärkste, das Sonic-Game hier als Doppelpack. Ja, 38 €. Was soll man dazu sagen? Nice Funde. Ja, mein Highlight hier, der Pokémon Game Boy. Ja, und das war's auch schon, meine lieben Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was lernen. Und wie gesagt, falls ihr beim nächsten Mal dabei sein wollt, checkt mich auf Instagram ab, da heiße ich Dean Tramp. Checkt meinen Hauptkanal, da heiße ich Dean Tramp. Checkt meine Frau ab, die findet ihr auch in der Infobox und so weiter und so fort. Macht euch einen schönen Tag und keep the grind.